Die Grätzl-Oase ist ein wienweites Aktionsprogramm, bei dem Bürger und Bürgerinnen den öffentlichen Raum gestalten und beleben können. Was braucht man dazu? Man braucht einen öffentlichen Raum, eine gute Idee und eine Menge Leute. Und wie das aussehen kann, das sehen wir heute. Mirjam, wir sind hier auf dem Vorgartenmarkt. Was passiert denn heute hier? Also heute ist die Pop-Up-Messe, wo sich die Menschen, die hier arbeiten im Grätzl, mit den Menschen, die hier wohnen, treffen. Ihr habt das Ganze durch die Grätzl-Oase einreichen lassen. Was macht das für euch? Was ist das Gute daran? Also erstmal, ohne die Grätzl-Oase würde das heute hier nicht stattfinden. Was passiert ist, dass jeder von denjenigen, die hier arbeiten, ein bisschen zeigen, was er eigentlich tut. Das passiert. Okay, wollen wir uns das angucken? Ja, auf jeden Fall. Na, los geht's. Das ist Astrid von der Wortbastlerei. Was fällt dir hier auf, wenn du diese Buchstaben siehst? Ich kann Leopoldstadt lesen. Genau. Und wenn du mit diesen Buchstaben spielst, was passiert? Kannst du andere Worte daraus formen? Ab dem B? B. Ja. Also wie so Baum. Immer wenn ich durch die Leopoldstadt gehe, sehe ich immer ganz viele Baumscheiben. Und ich finde es halt unheimlich cool, dass die Leute halt irgendwie sich persönlich halt sich diesen Raum nehmen und für ihre Baumscheiben sich einsetzen. Ja, cool. Und jetzt besuchen wir gleich den Stand nebenan. Jetzt gehen wir gleich nebenan. Kannst du uns kurz sagen, was deine Spezialität ist? Ja, und zwar plane ich und dekoriere ich alle möglichen persönlichen Events und zwar mit dem Schwerpunkt der Nachhaltigkeit. Bei mir kann man heute ein Quiz machen. Ich glaube, ich nehme Schmuck. Was fällt dir ein, wie könnte man Schmuck beziehen oder machen, damit er nachhaltig ist? Man könnte ihn recyceln, man kann halt auch auf Messen gehen, beziehungsweise auf Flohmärkten sich alten Schmuck halt holen oder eben aus altem Schmuck was Neues wieder machen. Ja, fast alles dabei. Okay, fast alles cool. Ich möchte dich jetzt bekannt machen mit Christine, der Erfinderin der Kinderkutsche. Die Kinderkutsche ist ein Lastenrad für Kindertransport, das den Kindern sehr viel Spaß macht beim Fahren, wo sie überall hinkommen, zum Spielplatz, zum Einkaufen. Und es ist einfach sehr lustig, damit zu fahren. Tina! Ein Wachen ist das. Die hat ihr mit ihrem Zeigefinger bedeutet, dass sie still sein sollte und war mit ihr hierher gegangen. Das ist Erich Ledersberger, das ist ein Autor, der hier im Grätzl lebt und zeigt, was er macht, nämlich Kurzgeschichten schreiben, Romane. Okay, wir hoffen fürs Klima. Sehr schön. Okay, ihr sprayt hier. Genau, also das ist Omega CVU, das ist ein Street-Art-Künstler, der auch im Schluberviertel lebt und ja, wie man sieht, hat er die Spraydosen fest im Griff. Und was macht man heute bei dir? Heute darf man mit mir ein bisschen herumwerkeln, also was man gerne möchte, also einen Haarschmuck oder ein Armband, so wie hier gerade entsteht, für die kleine Dame da, meine kleine Kundin. Genau, also es geht eigentlich darum, mit allen Leuten irgendwie was zu fabrizieren, weil ich denke, jeder ist irgendwie kreativ, nur muss er das irgendwie rauslassen. Wollen wir weiter? Es geht weiter. Silvio, ich möchte dir auch noch jemanden vorstellen, der mir ganz, ganz arg geholfen hat, die Pop-Up-Messe zu realisieren. Und das ist die Corona von der Gebietsbetreuung hier im Zweiten. Wie bist du mit der Miri zusammengekommen? Die Miriam ist zu uns in die Gebietsbetreuung gekommen und wollte aktiv sich einbringen. Und ich habe gesagt, sie soll doch sich aufstellen lassen als Grätzl-Delegierte. Und sie hat sich aufstellen lassen und wurde gewählt von den Bewohnern und hat gesagt, sie würde gerne bei einem Marktfest dabei sein. Und ich habe gesagt, ja, sofort, mach mal. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich auf der Bühne Silvia von der Nähinsel und Gudrun, die das besagte Kleid vorführen wird. Oh, tada! Das ist Kleid Nummer 2. Das war Ideen finden statt. Wir gehen jetzt noch weiter uns den Markt angucken. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, seid beim nächsten wieder dabei. Mach's gut, tschüssi, baba.